Die Tätowierer Nancy, Mick und Randy müssen gleich völlig unvoreingenommen und ohne Ansehen der Personen die Finalisten nur anhand dieser Fotos auswählen. Bertie übernimmt die Vorarbeit. Also Fakt ist auf jeden Fall, wir sind nicht an der Tür, weil der Bertie sonst arbeitslos wäre. Wir wollen ja nicht, dass Bertie arbeitslos ist, weil was hat denn der sonst für einen Nutzen? Bertie hat ja überhaupt keinen Sinn mehr. Der Bertie hat dann gar keinen Sinn mehr. Für was ist der dann noch da? Wie sagt man, wer die Wahl hat, hat die Qual. Ja. Und umso weniger Wahl mehr haben, umso weniger Qual. Ohne Bertie könnten sie sich nie entscheiden. Es fällt ja eh schon schwer, aus den 30 Horror-Tattoos die 10 Finalisten auszuwählen. Und die drei Tätowierer sollen völlig unvoreingenommen diese Entscheidung treffen. Makani und Bertie bereiten deshalb jetzt die sogenannte Fotowand vor. Jetzt geht es nur noch um das Tattoo. Ey, guck dir das an. Es war sehr hart. Ja. Ich sag's euch. Wir haben schon echt ein paar Sachen rausgenommen, die wirklich utopisch, katastrophal waren. Utopisch schlecht, ja. Ja. Das pure Grauen und das gleich 30 Mal. Viel Arbeit für die Star-Tätowierer. Sie sehen die Frankfurter Horror-Tattoos jetzt zum ersten Mal. Ich sehe als erstes, der Wahnsinn dreht sich. Ja. Und genau, das ist meine Rede. Genau, genau auf den Spruch hin. Den habt ihr genau in die Mitte gemacht. Das ist so schlimm. Ja, und dann ist wieder die Zeit gekommen, wo ich am liebsten gehen würde. Ja, das ist der Punkt. Wir gehen einfach. Oh Gott. Das ist der Punkt. Aber wir haben ein paar schöne Sachen dabei. Gab's nichts Besseres? Bei der Menge an Leuten? Es gab bessere Sachen. Es gab bessere Sachen. Aber die wolltest du auch nicht sehen, geschweige denn covern. Jeder der drei Tätowierer wird jetzt an der Fotowand seine drei Favoriten für die Finalrunde markieren. Für welche Herausforderungen werden sich die Profis entscheiden? Randy, der Realistik-Tattoo-Spezialist. Nancy, die Comic-Prinzessin. Und Mick, der Black-and-Grey-Artist. Also die Wand ist ja komplett katastrophal, aber die erste Wahl geht für mich an dieses absolut 90er-Jahre-Einhorn. Das nächste, was ich aber auf jeden Fall auch noch nehmen werde, ich hab's heute ein bisschen mit den Pferden, ist hier dieser wunderschöne, ich nehme mal an Pegasus. Und dann nehme ich noch etwas Kleineres, nämlich dieses, diesen Schriftzug. Einfach nur, weil der Schriftzug nicht wirklich schön gemacht ist, die Stelle auch eher, naja, nicht so besonders. Und auch dieser wahrscheinlich Schnuller eher aussieht wie irgendwas für Ü18. Ü18. So, die Nancy hat ja schon vorgelegt. Was hast du gesagt? 80er? Ich sag 60er-Jahre-Klecks. Dann nehme ich, was heute wirklich nie einfach fällt. Dieses, keine Ahnung, Zeichen auf dem Knöchel. Bin ich echt gespannt, was der sich oder die sich dabei gedacht hat. Zum Schluss nehme ich noch diesen Drachen. Weil, also der ist einfach, der sieht aus da wie hingeklebt. Das passt einfach mal überhaupt nicht. Dann trete ich mal noch an unsere Broschenwand. Das ist echt katastrophal. Jedes Mal aufs Neue. Wenn ich das sehe, ich bin mir sicher, dass die schon ewig nichts Rückenfreies angezogen hat, weil keiner will, ich weiß nicht, auf so eine Arschbockwürste mit einem, ich möchte ein Engel sein. Ja, dann hier, weiß ich nicht, was das ist. Einfach ein Farbfleck, Klecks. Soll Biene darstellen, Fliege. Keine Ahnung, aber wir schauen uns das mal an und hören uns die Story an. Zwischen den Brüsten von einer Frau, sag mal, das, was sehr viel Weiblichkeit ausstrahlt, so ein Teil da rein zu kleben, na, das ist auch ziemlich, soll ich sagen, katastrophal. Also, das würde ich gerne auch mal mir mit anhören und dann vielleicht sogar retten. Ne? Schauen wir einfach mal an, wer es schafft bei uns. Oben im Glassaal fragen sich gerade 30 Frankfurter, wen die Profi-Tätowierer wohl ins Finale holen. Man kann durch die Scheibe zwar ein bisschen was sehen, doch nichts hören und auch überhaupt nichts erkennen. Ja, das Problem ist, da hängt gerade alles von ab. Also entweder sie sagen, ja, das ist es, das können wir machen, oder Pech, ne? Die Tätowierer haben ihre Entscheidung getroffen. 9 Finalisten stehen schon fest.
Berti, der Joker, kann noch einen Kandidaten zusätzlich nominieren. Doch wen wählt er aus? Der Joker, im Einsatz. Jetzt bin ich gespannt. Rein theoretisch dürfte der Kenner von euch nur ansatzweise in die Frage stellen, was ich nehme, oder? Doch. Du? Das ist alles Schrott. Ich frage mich, wo machst du das denn? Was ich nehme als mein Joker. Ja, du bist aber der Story-Freund. Ja, ja, auch. Aber ich meine, aber das ist der Ding, Freund des Wahnsinns. Das Ding ist ja schon mal vollkommen klar für mich. Oh nee, immer bist du mit deinen Schriften unterwegs. Der Wahnsinn dreht sich, an der Sache komme ich nie vorbei.